So Leute, heute mal ein etwas anderes Laber-Video, so aus einer anderen Perspektive. Hinten seht ihr vielleicht mein umgemachtes Bett und ja, mein Kleiderständer und alles. Das ist gerade irgendwie unordentlich. Das liegt daran, weil ich auch ein bisschen am Umräumen bin und ein bisschen am Umdekorieren und dies und das. Und ja, ich sitze hier, habe mir gerade einen Kaffee gemacht, ne, wisst ihr Bescheid. Und zwar, ich muss mal ein paar Dinge klären. Ganz abgesehen von meinen Hatern, dies und das. Und es geht aber eigentlich um die Aktion, sag ich mal, gut, die Flüchtlinge können da jetzt nichts dafür, aber um die Aktion mancher Menschen, bzw. mancher Deutscher, wo man auch nicht mehr genau weiß, sind die überhaupt noch Deutsch. Aber das werden wir ja dann gleich klären. Und mich regt eine Sache tierisch auf. Wirklich. Ich weiß nicht, ob man das eigentlich schon mehrere Sachen sind, aber mich regt eigentlich eine ganz große Sache ziemlich, ziemlich auf. Und zwar sind es die Deutschen, wie sie zu den Flüchtlingen sind. Ich verstehe das nicht. Ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich meine, die Flüchtlinge sind Menschen oder allgemein, na gut, Asylanten. Es ist im Prinzip das Gleiche, weil sie suchen ja Asyl in Deutschland. Wenn ich falsch liege, berichtigt mich in den Kommentaren. Auf jeden Fall, sie suchen Asyl in Deutschland. Teilweise sind sie vor Kriegen geflohen. In den Ländern werden die Frauen schlecht behandelt. Allgemein ist oder teilweise wenig Menschenrechte da. Und jeder, der dem großen Ding, sag ich mal, nicht folgt, wird geköpft, getötet oder wie auch immer. Es ist eigentlich das Gleiche, aber es ist nun mal so. Und die flüchten ja hin und hoffen, dass sie in ein besseres Land kommen, in einer besseren Zukunft. Erhoffen sich wirklich so viel Gutes. Und dann werden teilweise Anschläge auf Flüchtlingsheime verübt. Ich meine, erst einmal zu den Leuten, die wirklich auch dann sie so denken, ja, könnte man machen. Nein, könnte man nicht. Ich meine, was denkt ihr euch dabei? Ich sag mal so, wenn hier in Deutschland Krieg herrschen würde, ihr wärt die Ersten, die fliehen würden. Und ihr denkt so, ja, die sind nur aufs Geld aus. Hallo, sag mal, spinnt ihr? Die versuchen, die wollen hier sogar arbeiten teilweise. Wirklich, ich habe auch schon mit Flüchtlingen geredet. Und die sind teilweise so nette Menschen. Und man hört Stories, die eigentlich keiner hören will. So, aber man hört sie und es ist eigentlich kaum zu glauben. So. Und dann sind einige Menschen hier, die wohnen hier und meinen, den großen Maxen raushängen lassen zu müssen. Nur weil sie denken, ach, das ist unser Land, wir müssen unser Land helfen. Damit helft ihr eurem Land nicht. Wenn ihr in der Schule aufgepasst hättet, wüsstet ihr auch, dass es eigentlich auch teilweise diese Ausländer, sag ich mal, waren, die auch Deutschland mit aufgebaut haben, sonst wäre es heute nicht das, was es ist. So. Es werden auch so viele Menschen ausgebeutet, arme Länder ausgebeutet. Und dann flüchten die auch teilweise davor, weil sie einfach hier hoffen, ein besseres Leben zu haben. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, wie den Flüchtlingen einfach mal zu sagen, so, ja, Flüchtlinge raus, ihr seid scheiße. Geht doch mal zu den Leuten hin, tretet ihnen mit offenen Armen entgegen und wünscht denen einfach ein besseres Leben. Warum seid ihr denn einfach verdammt nochmal so herzlos? Und das geht jetzt nicht an meine Fans. Ich glaube nicht, das ist an meine Community. Ich hasse eigentlich das Wort Fans, aber egal. Es geht an meine Community. Ich glaube nicht, dass Leute in meiner Community so sind. Und wenn ihr wirklich so seid und sagt, ja, Ausländer raus. Okay, dann könnt ihr meinen Kanal deabonnieren, weil das bin nicht ich. Und dann, selbst wenn ihr mich mögt und meine Videos feiert, ist es mir scheißegal. Nur das will ich nicht. Und so will ich das eigentlich auch allgemein für Deutschland nicht. Und ich finde, die Welt sollte bunter sein und nicht so. Es sollte einfach keinen Krieg mehr geben. Viele sagen, oh, ich wünsche mir den Krieg wieder her. Ich habe fast 3 Monate in einem Altenheim gearbeitet, wo die Leute überwiegend dement sind und trotzdem noch wissen, wie es
eigentlich in dem Krieg ist. Ich habe teilweise da mehr erfahren, wie in einem Geschichtsunterricht. Das sind teilweise noch Augenzeugen mit dabei. Einer hat mir gesagt, ihr Haus wurde damals in dem Stadtteil, wo das Altenheim ist und wo sie auch immer noch lebt, ihr Haus wurde weggebombt, sie musste bei Nachbarn unterkommen. Zieht euch das mal rein und ihr wollt tatsächlich den Krieg wieder zurück? Schämt ihr euch nicht? Tretet doch verdammt nochmal den... Es sind so liebe, nette Menschen dabei. Natürlich gibt es schwarze Schafe, die gibt es aber auch in Deutschland. Und wirklich... So, auch viele, wenn ich so mit denen so rede und es sind auch Deutsche und die sagen Ausländer raus und ich denke mir dann immer so, wieso denn? Das ist doch einfach nicht nur so pur rassistisch. Das ist genauso, wie Joe Cthulhu gesagt hat, ich bin ja kein Rassist, aber das ist genauso dumm und ich weiß, klar, dieses Video ist von Maxim Noise inspiriert, er hat gerade auf Facebook ein Video hochgeladen. Ich kann es euch gerne unten in die Beschreibung verpacken, aber... Deswegen kommt das jetzt auch so spontan. Und ich für mich persönlich muss sagen, ich gebe ihm recht. Es ist klar, es wird ausgebeutet. Und klar profitieren wir auch davon. Und klar, es ist nicht richtig. Und natürlich sollte man da auch was machen. Und natürlich sollte man da was machen. Das ist ganz klar. Ich finde, es sollte auch auf keiner der Welt irgendjemand noch hungern müssen. Nur durch diese Ausbeutung kommt es nun mal so. Und ich finde, das ist echt peinlich. Und wenn wir dort in den Flüchtling zurückkommen, wirklich, das sind Anschläge. Es sind ja nicht nur Anschläge, es sind sogar teilweise auf der Straße Leute, das sind wirklich eine Gruppierung von, ich habe es letztens erlebt in meiner Stadt, von, ich glaube, wie viel waren das? 6 Personen oder so? Und die sind auf einen einzigen Typen raufgegangen, der konnte kein Deutsch und nichts und er konnte sich nicht wehren. Ich bin echt gerade sprachlos, ne? Also mir ist es gerade nochmal so ins Gedächtnis getreten. Klar, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil ich finde sowas allgemein nicht richtig. Und ich habe mich auch deswegen schon mit Leuten angelegt. Und die haben gesagt, ja, diese Asylanten, die haben es nur aufs Geld abgesehen. Und es gibt, klar, es gibt solche Leute. Es ist ganz normal. Also normal ist es eigentlich nicht, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ich finde sowas ist einfach echt... Nee. In Dortmund, das sind 20 Minuten von mir entfernt, Dortmund. Wirklich, da ist ein Flüchtlingsheim gebaut worden und da standen Leute davor mit Schildern, auf denen ausländerfeindliche Hassparolen standen. Ausländer raus, Flüchtlinge raus, was weiß ich, was da noch drauf stand. Ich will es eigentlich gar nicht mehr alles wiedergeben und Gott sei Dank kann ich es auch nicht mehr wiedergeben, weil sowas prägt sich auch einfach nicht in mein Gedächtnis ein, weil ich sowas einfach unnötig finde. Wie schwach muss man denn sein, um auf Leute drauf zu gehen, die eigentlich nur ein besseres Leben wollen? Es ist ja nicht so, dass sie einfach mal aus Spaß und Langeweile flüchten. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo Bilder gezeigt wurden, wo Videos gezeigt wurden. Und da waren wirklich, das Video werde ich euch nicht verlinken, weil das ist echt zu krass, aber ich habe das auf Facebook gesehen. Und eigentlich müsste man es verlinken, um einfach mal manche Menschen wach zu rütteln. Da wurde ein toter Mensch weggetragen. Kinder haben geweint. Die Eltern verloren. Und die kommen hierher und die haben niemanden mehr. Ich meine, ist ja nicht so, dass die schon genug in ihrem Leben erlebt hätten. Nein, es kommen auch noch solche Deutsche und meinen, diese Menschen noch mal fertig zu machen. Wie schwach muss man denn bitte sein? Es sind auch nur Menschen. Es sind ja keine Untiere, es sind ja keine Monster oder was weiß ich, was das ist. Es sind auch nur Menschen. Ich habe ein Video gesehen, wo eine Frau sagte, alle, wirklich alle Araber, wirklich nur auf Araber bezogen, ne, würden ja ihre Frau nur vergewaltigen. Als ob das so ist, Mann. Klar, es ist so. Und klar lässt es sich nicht vermeiden, aber das gibt's überall. Das gibt's in Deutschland, das gibt's in Russland, das gibt's in den USA, das gibt's in England, das gibt's auch in Arabien, in Tunesien, in Afrika, das gibt's überall.
Bitte, Leute. Wenn solche Leute das Video sehen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber es kann ja sein. Lasst es euch durch den Kopf gehen und schreibt bitte erst dann dumme Kommentare, wenn ihr euch das Video auch wirklich bis hierhin angeguckt habt. Meine Social Media Links findet ihr unten in der Beschreibung. Mein letztes Zeichenvideo findet ihr hier, mein letztes Lava-Video findet ihr da. Ich hoffe, ihr seid nicht so und ich hoffe, wenn doch, dann lasst es euch nochmal durch den Kopf gehen und schaut euch die Flüchtlinge an und hört euch deren Geschichte an. Teilweise kann das auch sogar was verändern. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.